Es sieht nicht gut aus für Mitteleuropas Wirtschaft. Kein Wachstum mehr, keine Arbeitskräfte, dazu die Teuerung. Das Zugpferd Deutschland, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, schrumpft 2023 um 0,6%. Schuld soll unter anderem er sein, der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck. Das sagt zumindest der Ökonom und Bestsellerautor Max Otte beim liberalen Clubabend in Linz. Die Richtung, die wir in Deutschland nehmen, ist natürlich desaströs, sie ist katastrophal. Man kann sie an Dummheit oder absichtlicher Destruktivität fast nicht mehr übertreffen. Das riecht fast danach, als ob der ein oder andere ein Interesse daran hätte, Deutschland zu deindustrialisieren. Deutschland ist für Österreich der wichtigste Markt. Jedes dritte Produkt, das wir produzieren, geht zu unseren Nachbarn. Ein Schwächeln der deutschen Wirtschaft verschärft auch die Krise hierzulande. Wir gehen nicht unter. Es geht uns allen nur nicht mehr ganz so gut und nicht mehr so schnell besser wie in der Vergangenheit. Auch dieser Wiederaufstieg, da müssen wir uns erst erarbeiten. Und zurzeit habe ich den Eindruck, das Beste, was man in Österreich sein muss, ist ein Opfer. Dann hat man die ganze Sympathie und Zuwendung. Thema des Abends im alten Linzer Rathaus: Kann der Staat mit Eingriffen die Wirtschaft retten? Ich glaube, dass der Staat sich wirklich auf seine wesentlichsten Aufgaben beschränken muss, ein faires Umfeld, ein faires Regulativ zu schaffen. Wenn er sich zu viel einmischt, endet das meist in einer Katastrophe. Das hat man in der Vergangenheit sehr oft gesehen. Letztes Beispiel war die Deckelung des Mietpreises in Berlin, die fatal geendet hat, nicht nur, dass sie vom Verfassungsgericht aufgehoben worden ist, sondern weit darüber hinaus. Die Mieter mussten Mieten nachzahlen und es ist zu einer massiven Wohnungsverknappung gekommen und das hat die Preise zusätzlich erhöht. Ich glaube, wie immer macht die Dosis das Gift und es gibt Zeitpunkte, da geht es der Wirtschaft besonders gut, da braucht kein Mensch eingreifen und es gibt Zeitpunkte, da läuft was unrund oder vielleicht sogar richtig schlecht. Und dann kann eine staatliche Intervention Ordnung schaffen, aufräumen, gleiche Verhältnisse schaffen, auch sehr gesund sein. Der Staat kann nur begrenzt die Wirtschaft steuern, den Laufe der letzten Jahrzehnte ja mehrfach bewiesen. Ich denke an die klassischen Krisen der österreichischen Industrie, von der Vös bis zur Temperit und wie sie alle heißen, wo also der Staat mehr oder weniger Wirtschaftspolitik betrieben hat und hat bewiesen, dass er es nicht kann. Was er bei der Wirtschaft vielleicht nicht so gut kann, ist etwa im Gesundheits- und Sozialsystem wichtig. Die Wohnbauförderung ist durchaus auch ein staatlicher Eingriff. Deswegen habe ich gleich am Beginn der Frage ein bisschen gezögert, weil es ist natürlich ein Eingriff in den Markt. Aber, und das ist ganz wichtig, wir wenden hier auch Marktelemente an im Wohnbau in Oberösterreich als Beispiel und sind dadurch auch besonders erfolgreich. Wir haben die niedrigste Wohnkostenbelastung von allen anderen Bundesländern, laut Statistik Austria. Ganz so pessimistisch wie Max Otte sehen die Diskutanten auf der Bühne die wirtschaftliche Zukunft des deutschsprachigen Raumes nicht. Es wird wieder bergauf gehen, allerdings langsamer und anstrengender als bei vergangenen Krisen.